Willkommen in der nächsten Folge Mass Effect 2. Da wir eine Handvoll Rohstoffe brauchen. Oh, wir sind in Sol. Also waren wir in der bei der Erde. Okay. Wir brauchen Rohstoffe. Deswegen fliegen wir jetzt mal zur Kroganischen DMZ, also die Militarized Zone. Und fliegen hier vielleicht mal ein, zwei Systeme an. Ich weiß nicht, ob wir hier nochmal herkommen oder so. Und sammeln jetzt hier Rohstoffe. So. Man kann hier einfach, wenn ihr wollt, kurz die Texte lesen. Und ich werde jetzt scannen, weil wir Rohstoffe brauchen. Für Forschung und sonst was. Ja, hier. Wir brauchen halt vor allem Platin, Palladium und Iridium. Sonde gestartet. Und Sonde gestartet. Machen wir jetzt mal hier am Anfang der Folge. Ich habe mich auch dafür entschieden, dass wir heute noch in der Aufnahmesession, wahrscheinlich nicht in dieser Folge, weil wir werden heute noch nach vergessen, wie der Planet heißt. Wir werden dahin gehen, wo wir der letzte Planet, wo zum Beispiel wir noch nicht waren, der mit den ganzen Sonde Märkten unterwegs. Wo halt die ganzen Dossiers uns hinführen noch ganz raus. Iridium? Keine Ahnung. Werden wir denn sehen. So. Das ist ja süß. Gut aus. Sonde gestartet. Das Sonde auch. Unterwegs. Oh, wir haben ja schon wieder richtig schön viel Platin. So ein bisschen hoch muss es schon sein. Oh, da. Starte Sonde. Und ja, ich weiß, ich gucke hier nicht alles so ganz genau nach. Wir gehen hier so ein bisschen durch. Sonde unterwegs. Dass wir so ein bisschen was mitnehmen. Oh, hier sind ein paar kleine Ausschläge gewesen. So. Was haben wir hier? Noch so einen kleinen, nicklangen Planeten. Hier gibt es keine so große Ausbeute. Das nehmen wir mit. Die Ausbeute sieht in Ordnung für uns aus. So. Ja, komm, das reicht hier. Das reicht hier an diesem Planeten. Und jetzt gehen wir nochmal hier nach. Ich darf das aufbauen, anfliegen, klicken. Ach, Dor. Population 7300. RMD Garnison 1100. Wir klauen hier einfach Rohstoffe, die eigentlich den Kroganern gehören. Sonde unterwegs. Weil das ja eigentlich hier kroganisches Zeug ist. Sonde gestartet. So, scheißegal. Okay, hier ist sonst auch nichts mehr. Dann sind wir hier mit Dranek durch. Ah. Ich weiß nicht, ob das so schlau war, noch hier rüber zu fliegen. Oh. Das ist ein riesiger Planet. Riesige Sonde. Träge Beute. Sonde gestartet. Nehmen wir mit. Na komm, lassen wir. Ach, der ist ja klein und süß. Oh, hier haben die Kroganer Solarenergie her. Von der riesigen Sonne. Mit Hilfe der Salarianer. Hm, ist da nicht gar nicht mal dumm.
Wir haben jetzt ordentlich Iridium, so ist es nicht. Starte Sonde. Palladium würde jetzt ein bisschen mehr helfen. Iridium und Platin haben wir und Element Zero haben wir eigentlich noch gar nicht wirklich benötigt. Sonde gestartet. Oh. Perfekt, da. Sonde unterwegs. Etwas Palladium. So, irgendwo hier müsste noch Planet sein. Ja. Und dann haben wir das, diesen Sektor auch komplett durch. Was stand da? Oh, der hat sogar eine Population. Das ist in Ordnung. Dann wird das erstmal mit. Sonde unterwegs. Das sieht gut aus. Sonde unterwegs. So, ich wollte aber auch erstmal gleich Loyalty Missions machen. Wir müssen mal gucken. Gut, das reicht. Wir haben Rohstoffe. Dann gucken wir mal, ob wir lebend, ohne stecken zu bleiben im leeren Nix, nach Tuchanka kommen. Sieht nämlich aus wie ein sehr weiter Weg. Ja, es passt. Die Hälfte unseres Treibstoffs ist noch übrig. So, ich habe da vielleicht ein bisschen zu viel Angst immer, aber hey. Ja, da, Treibstoffdepot. Ich will die Sonden voll machen, bitte. Und einmal voll tanken und ja, wir werden dann erstmal Garrus helfen. Weil ich das so sehr. Wir werden auch nochmal hier ein paar davon auf 100% heute noch bringen. Aber erstmal werden wir Garrus helfen mit seiner Loyalty Mission. So, landen wir hier in der Umlaufbahn. Ich werde immer noch vermuten, dass die Proteaner das gebaut haben. Dabei wissen wir es doch mittlerweile besser, wer es gebaut hat. Sollten wir zumindest. Wenn meine Quarianerin mitnehmen. Und natürlich den Kerl, der hier ist für seine Aufgabe. Wir bei dir noch was? Ja, komm, KI hacken, why not? So, ich weiß nicht, was wir hier brauchen. Oh. Kleiner Lag. Ach, behalten wir die Waffe. Mit dem schwarzen Lochgenerator, Tali. Die Pistole hier ist auf jeden Fall besser und. Ach gut, die Erstschrotflinte. Und Garrus. Mal das Baby. Die ist neu. Gut. Ich habe in den Verbrechensberichten von C-Sicherheit Hinweise auf einen Fälscher namens Fate gefunden, Shepard. Das wäre vielleicht ein guter Anfang für die Suche. Okay, C-Sicherheit. Oh, ich wollte mich nochmal umziehen, jetzt habe ich die Kleidung. Egal. Es tut mir leid, aber damit kann ich Sie nicht an Bord eines Shuttles lassen. Aber das ist ein Ritualgegenstand meines Volkes.
Sir, das ist ein Sägemesser mit 15 cm Klingenlänge. Alle Menschen sind Rassisten. Eine unabhängige Untersuchung beschäftigt sich derzeit mit einer Gruppierung namens Cerberus anlässlich von Anschuldigungen eines gewissen Corporal Tombs und der Zeugenaussage eines angeblichen Cerberus-Wissenschaftlers. Einem Forscher, der nur als Dr. Wayne bekannt ist, wurde Immunität. Kann ich Ihnen helfen, Sir? Nein, danke. Ich der Nächste. Oh, das hatten wir schon, okay. Dann gehen wir hier einfach durch. Niemand tut uns was. So. Ja. Bailey. Ich suche hier einen Fälscher. Er ist bekannt unter dem Namen Fade. Ja, den kenne ich. Zumindest diesen Namen. Seit einem Jahr ist er dem Netzwerk ein Dorn im Auge. Er arbeitet für die Blue Suns. Wo finden wir ihn? Wenn ich das wüsste, wäre er längst in einer Zelle. Ich kann Ihnen nur eine erste Spur nennen. Auf dem Marktplatz gibt es ein Lagerhaus. Dort arbeiten einige von Fates Kontakten. Denen könnten Sie ein paar Fragen stellen. Ganz behutsam, versteht sich. Warum konnten Sie ihn noch nicht verhaften? Wer er auch ist, er ist verdammt gut darin, C-Sicherheit aus dem Weg zu gehen. Ich glaube, er hat dort einen Informanten. Oder aber er hat Zugang zu unseren Datenbanken und Kommunikationskanälen. Ich weiß gar nicht, was davon schlimmer ist. Jedenfalls gehören Sie nicht zur C-Sicherheit. Vielleicht können Sie seinen Arsch festnageln. Ich muss jetzt gehen. Das haben wir vor. Sagen Sie Bescheid, wenn Sie noch was brauchen. Sein Arsch gehört uns. Willkommen bei Citadel Newsnet. Mein Name ist Emily Wong. Die Leiche von Danaria Claire ist der Reinigungskraft, die im Kitor-Bezirk verschwunden ist. Shepard, und das ist mein Lieblingsgeschäft auf der Citadel. Ilium, so hieß der Planet. Oh, ein neues Modellschiff. Sovereign. Nehmen wir mit. Jetzt ist meine Frage, haben alle Shops neue Ware? Das wäre blöd. Obwohl, ja, wir kommen mal gucken. Kommen Sie schon, bitte. Sie müssen mir helfen. Ich muss etwas Feines zubereiten. Es geht um ein Rendezvous. In Ordnung. Asari Honigmarinade. Von traurigen Gepeinigten. Von traurigen gepeinigten Asaris, oder was wolltest du sagen? Wo wir hin müssen? Wir müssen eine Etage tiefer, glaube ich. Ahnung, okay. Dann da können wir mal eine Etage tiefer. Keine Ahnung, wo mein Team ist. Stehen die vor mir. Irashimas! Ja, moin moin. Habt ihr vielleicht noch ein paar neue Sachen? Ich bin Commander Shepard und das ist mein Lieblingsgeschäft auf der Seite. Nicht Schaden. Why not? Schadensschutz, why not? Neues Gear, why not? Wir haben ziemlich viel Kohle ausgegeben. Aber ich bin Commander Shepard, ich hab das Geld. Ich bin Commander Shepard und wir sind überall. Oh, mehr Medigel. Danke fürs Aufbewahren. So. Hier müsste es sein. Die Schläger des Fälschers. Mir wurden eine Rückerstattung und ein Umtausch zugesichert. Sorry, Gareth, ich. Universalkonverter abholen. Ich glaube, da sind Sie hier falsch. Nein, es hieß, ich soll zum Lagerhaus gehen. Und das hier ist ein Lagerhaus. Oh, Krogana. Sie sehen ganz anders.
anders aus, als ich sie mir vorgestellt habe. Der Schein kann trügen. Also, wer von Ihnen würde gerne von der Bildfläche verschwinden? Mir wäre es lieber, wenn Sie jemanden wieder zum Vorschein bringen könnten. Ah, diese Dienstleistung haben wir nicht im Programm. Machen Sie eine Ausnahme. Nur dieses eine Mal. Verdammt, schnell! Erschießt sie! Ihr begriffsstutzigen Riesen! Warum schleichen Sie beide nicht woanders rum? Ist das alles? Dafür werdet ihr nicht bezahlt! Wozu heuert man Beschützer an, wenn die einen nicht beschützen? Wir suchen jemanden. Einen Klienten von Ihnen. Nicht von mir. Ich bin nicht Fade. Ich arbeite nur für ihn. Irgendwie. Ich wusste es. Dann sollten Sie uns jetzt sagen, wo wir ihn finden. Ja, natürlich. Er ist im Industriegebiet. In der alten provisorischen Gießerei. Ich weiß, wo das ist. Er hat da jede Menge Söldner. Blue Suns. Harkin glaubt, dass sie ihn beschützen. Was haben die Blue Suns damit zu tun? Sie nutzen seine Verbindung, damit ihre Leute Unternehmen und Organisationen hier auf der Citadel infiltrieren können. Mistkerl. Er benutzt C-Sicherheit, um diesem Abschaum zu helfen. Nein. Naja, nicht wirklich. C-Sicherheit hat ihn vor einiger Zeit gefeuert. Aber er kennt natürlich das System. Interessant, aber das ändert nichts. Wir müssen ihn trotzdem finden, bevor wir uns um Sidonis kümmern können. Nun, dann werden wir Harkin mal einen Besuch abstatten. Wir müssen zur Transitstation. Von dort kann ich uns zu ihm bringen. Dann kann ich... also gehen? Sicher. Aber wenn wir Harkin nicht finden, kommen wir wieder zu Ihnen. Oh. Gut. Ach, der Arme. Oh. Gut. Ja, und unten. Ich habe lange für diese Rückerstattung kämpfen müssen. Da. Es geht um einen Universalkonverter von Zischen. Er hat gesagt, hier würde einer für mich bereit liegen. Ja, dann müssen wir ins Industriegebiet. Ich dachte, wir fliegen zuerst nach Harkin. Na, dann fliegen wir halt gleich los. Wahrscheinlich kommt das jetzt alles mit in der Mission. Natalia hat den besseren Sitzplatz. Sie kann schon rausgucken an der Seite. Da können wir auch, glaube ich. Nee, nicht so ganz. Oh, Blue Suns. Und Harkin. Da ist er. Shepard? Steht nicht rum! Haltet sie auf! Haltet sie auf! Wegrennen bringt doch nichts. Glauben Sie ruhig davon, Harkin. Wir finden sie schon. Und umgenietet. Lebt er noch? Nope, ist auch erledigt. Wunderbar. Dann ballern wir uns mal hier durch. Als Abfall. Ach, ein paar Lob für nichts. Gut. Bitte überdenken Sie Ihre aggressive Einstellung. Geht mir nicht auf die Nerven? Hat ja gar keine Gefahr für uns. Und ihr auch nicht. Sind einfach besser. Ich brauch mal Deckung. Oh, ich muss nachladen, das hab ich gar nicht gemerkt. Vorsicht, von rechts!
für Tali. Ich habe gedacht, die kommen links lang. Oh, one safe. Was kriegen wir? Geld, hoffe ich. Bei Ilium brauchen wir auch sehr viel Kohle, um uns die Sachen zu kaufen. Ja, Geld, wunderbar. Harkin muss irgendwo da drin sein. Ich rieche ihn schon. Martin. Du riechst ihn schon, na? Das ist unschön, I guess. Na, nur ein paar Credits. Oh, oh mein Gott, gehen die Lager hier tief. Alter Falter, da will man ja ungern runterfallen. Oh. Einer weniger. Das müssen sie weichkloppen. Ja gut. Großartig eine Gefahr, stellen die hier echt nicht dar. Komm wieder runter! Können wir den Money mitnehmen? Danke. Ja, wir müssen uns auf jeden Fall auch gut umgucken. Ich will ja möglichst viel mitnehmen. Überlest da was? Das heißt auch Never Ever Platin, was ich hier andauernd lese. Ich wusste gleich, dass die Zeit weiterläuft. Das hat gesessen. Oh, ja Leute. Und der Legionär ist down. Was haben wir hier? Noch ein Legionär. Ja, die halten ja auch nicht viel aus. So, ich hoffe, das haben wir hier bekommen. Wir waren ja fertig. Platinen. Ach ja. Ja, Platin ist was anderes als Platin. Müsst ihr immer rumballern, wenn ich hier gerade ran will? Danke, Tali. Hast du gut gemacht. Iridium, wunderbar. Energiezellen und... das hier lila, wenig orange da. Das ist gerade weggegangen, aber hier haben wir auch noch eins in grün, wunderbar. Dass wir näher kommen, würde ich auch sagen. Aber der Widerstand, den die hier leisten, der ist sehr gering. Wie bei uns? Ach, da. Oh, ein Commander. Auch schon mal eine Nummer härter als ein... Oh nein, Tali ist down. Legionär. Wer macht das nicht an einem Brain hier? Okay, geht's euch gut, Leute? Ihr habt gut was abbekommen. Hätte kleine Drohne. Hab den Namen schon wieder vergessen. Ah, hier ist nichts mehr. Was zum Teufel hat Harkin vor? Dafür sind wir doch hier zum Rausfinden. So. Ja,
hier einmal hier außen rum. Wunderbar. Das ging ja ganz okay. Geld? Geld. Gefälschte IDs. Arkin ist also endgültig zu den Bösen übergelaufen. Er war schon immer eine Nervensäge. Aber ich bin nicht in Stimmung für seine Spielchen. Wenn er nicht kooperiert, werde ich ihn halbtot prügeln. Sie scheinen immer angespannter zu werden, Garrus. Arkin weiß vielleicht, warum Sidonis sich absetzen wollte. Falls das stimmt, weiß er, warum wir hier sind. Und ich will nicht, dass er Sidonis einen Tipp gibt. Haben Sie das gesehen? Ich hab was gesehen. Er bereitet sich auf uns vor. Was werden Sie tun, wenn Arkin die Kooperation verweigert? Er ist ja sein richtiger Verbrecher. Er arbeitet für die Blue Suns. Ich sollte ihn einfach ohne Vorwarnung abknallen. Aber ich brauche ihn lebend, also werde ich ihm keine bleibenden Schäden zufügen. Nur ein bisschen, um seine Zunge zu lösen. Sie müssen ihm nicht wehtun, um zu kriegen, was Sie wollen. Keine Sorge, Arkin ist ein Feigling. Er wird alles sagen, bevor ich ihm wirklich wehtun kann. Was glauben Sie, was Arkin da drin für uns vorbereitet hat? Keine Ahnung. Sieht aus wie ein Industriekomplex, schweres Gerät. Könnte alles Mögliche sein. Irgendwas ist da drin. Vermutlich noch mehr Blue Suns. Arkin hat sich irgendwie selbst in die Enge getrieben. Er hat bestimmt noch ein Ass im Ärmel. Haben Sie immer noch vor, Sidonis zu töten, wenn wir ihn finden? So lautet der Plan. Es wird schnell und schmerzlos gehen. Im Gegensatz zu denen, die er verraten hat, wird ihm die Agonie eines langsamen Todes erspart bleiben. Es ist mehr, als er verdient. Aber wenn er stirbt, bin ich zufrieden. Garrus, glauben Sie wirklich, dass alles wieder gut wird, wenn Sie Sidonis umbringen? Ich weiß, dass es Ihnen nicht gefällt, Shepard. Aber ich muss das tun. Gibt es keinen anderen Weg? Möglich. Aber das ist was Persönliches. Ich werde abdrücken und ich werde mit den Konsequenzen leben. Ich bitte nur darum, dass Sie mir helfen, ihn zu finden. Nun, es gibt einen Weg, das herauszufinden. Bin direkt hinter Ihnen. Na gut, dann. Let's go. Oh cool, Terminal. Ja? Ich sehe es gerade nicht. Das und... Na? Gib mir eins da. Perfekt. Das ist wertvoll. Oh, mehr Schadenverbreitungsgewehre. Shepard, ich habe die Scanner des Lagerhauses angezapft. Die Kisten in den Frachtschiffen über ihnen explodieren, wenn man sie fallen lässt. Gut zu wissen. Achtung! Na, schwer abzuschätzen, wann wir sie fallen lassen müssen. Also explodieren sieht in meinen Ansichten anders aus. Oh, das Haken. Okay, ja, aber kämpfen willst du auch nicht. Das wird Harkin noch bereuen. Oh Mist. Zwei schwere Männer. Kein Problem. XM Anmarsch. Glauben Sie wirklich, Sie werden mit mir fertig, Schubert? Äh.
Oh mein Gott, Entdeckung! Die Entdeckung! Wir haben nicht mehr so viel Money. Aber wir kommen durch das Schild, durch die Panzerung durch. Wunderbar, KI gehackt. Und jetzt gehen wir mal lieber auf die schwere Pistole. Und wir haben den Bug wieder. Von Tali. Wunderbar, aber wir kommen hier easy hoch. Ah, das Klettern ist ein bisschen blöd, dass das immer so langsam geht, aber hey. Garrus ist unsichtbar. Oh, Fade. Das mit dem Verschwinden hat nicht geklappt, was? Kommen Sie schon, Garrus. Das kriegen wir doch hin. Was brauchen Sie? Ich suche jemanden. Sieht aus, als hätte jeder von uns etwas, das der andere will. Wir bitten Sie nicht um einen Gefallen, Harkin. Lass Sie nicht sagen. Sie haben beim Verschwinden eines Freundes von mir mitgeholfen. Ich muss ihn finden. Ich brauche schon etwas mehr Informationen als das. Sein Name war Sidonis. Sidonis Alcura, Turianer aus... Ich weiß, wen Sie meinen, und ich werde gar nichts sagen. Harkin, das muss überhaupt nicht schwierig werden. Scheiß auf Sie. Ich gebe keine Informationen über Klienten weiter. Ist schlecht fürs Geschäft. Wissen Sie, was noch schlecht fürs Geschäft ist? Ein gebrochenes Genick. Okay, okay. Nehmen Sie den Fuß weg. Terminus hat Sie völlig verändert, was, Garrus? Nein, aber Sidonis hat mir die Augen geöffnet. Und jetzt arrangieren Sie ein Treffen. Ich gehe. Ja, ich bin's. Es könnte sein, dass Ihre wahre Identität aufgeflogen ist. Deshalb rufe ich an. Ich schicke einen Agenten. Wo wollen Sie ihn treffen? In Ordnung. Er wird dort sein. Keine Sorge, ich habe alles im Griff. Alles in Ordnung. Er will Sie vor der Orbital Lounge treffen. Mittags. Wenn wir fertig sind, würde ich gerne gehen. Wohl kaum. Sie sind jetzt ein Verbrecher, Harkin. Heißt das, Sie wollen mich jetzt einfach töten? Das ist nicht Ihr Stil, Garrus. Sie töten? Nein. Aber ich werde Ihr Tempo ein wenig bremsen. Sie müssen ihn nicht erschießen. Jetzt kann er sich vor C-Sicherheit nicht mehr verstecken. Heute ist wohl Ihr Glückstag. Ja, hoffentlich können wir das bald mal wieder machen. Ich habe ihn nicht erschossen. Los, gehen wir weiter. Wenn Sidonis nicht dort ist, komme ich zurück und bringe es zu Ende. Ja, das klingt fair. Die Kopfnuss war aber auch schon super. Harkin ist eine verdammte Bedrohung. Wir hätten ihn nicht einfach gehen lassen sollen. Er hätte eine Strafe verdient. Ich mache mir langsam Sorgen um Sie, Garrus.
Sie waren bei Harkin ziemlich gnadenlos. Glauben Sie nicht, dass er es verdient hat? Das passt einfach nicht zu Ihnen. Was wollen Sie von mir, Shepard? Was würden Sie tun, wenn Sie jemand verrät? Ich bin nicht sicher, aber ich würde nicht zulassen, dass es mich verändert. Das hätte ich auch gesagt, bevor es mir tatsächlich passiert ist. Es ist noch nicht zu spät. Sie müssen es nicht durchziehen. Wer außer mir sollte Sidonis seiner gerechten Strafe zuführen? Niemand sonst weiß, was er getan hat. Es wäre auch allen egal. Ich sehe keine anderen Optionen. Lassen Sie mich mit ihm reden. Sie können sagen, was Sie wollen. Mein Entschluss ändert das nicht. Seine Gründe sind mir egal. Er hat uns verraten und verdient dafür den Tod. Ich verstehe ja, was Sie durchmachen. Aber wollen Sie ihn wirklich töten? Ich weiß Ihre Besorgnis zu schätzen. Aber ich bin nicht wie Sie. Für Sie ist das aber auch nicht typisch. Wirklich? Ich habe Ungerechtigkeit immer gehasst. Schon der Gedanke, dass Sidonis damit davonkommt. Warum sollte er weiterleben, während 10 gute Männer in namenlosen Gräbern liegen? Es tut mir leid, Shepard. Worte werden dieses Problem nicht lösen. Ich muss mich vorbereiten. Von da drüben habe ich ein gutes Schussfeld. Was soll ich tun? Halten Sie das Gespräch am Laufen und stellen Sie sich nicht in den Weg. Ich sage Bescheid, wenn ich ihn im Visier habe. Geben Sie mir ein Signal, wenn Sie bereit sind. Dann schieße ich. Sie gehen besser. Er wird bald hier sein. Shepard, können Sie mich hören? Klar und deutlich. Okay, da ist er. Winken Sie ihn heran und verwickeln Sie ihn in ein Gespräch. Bringen wir es hinter uns. Sie blockieren meinen Schuss. Treten Sie zur Seite. Ich bin mir nicht ganz sicher, was wir machen. Das wäre der sofortige Tod, aber er muss nicht sterben, oder? Können wir es nicht anders machen? Hören Sie, Sidonis, ich bin hier, um Ihnen zu helfen. Sprechen Sie diesen Namen niemals laut aus. Ich bin ein Freund von Garrus. Er will Sie umbringen, aber ich hoffe, das wird nicht nötig sein. Garrus? Soll das ein Witz sein? Verdammt, Shepard, wenn er sich bewegt, schieße ich. Das ist kein Scherz, oder? Ach, was soll's. Ich bleibe nicht hier, um es herauszufinden. Sagen Sie, Garrus, ich hätte meine eigenen Probleme. Nicht bewegen. Runter von mir. Ich bin das Einzige, was Sie momentan vor einem Loch im Kopf bewahrt. Scheiße. Hören Sie zu. Ich wollte das alles nicht. Ich hatte keine Wahl. Jeder hat eine Wahl. Sie haben mich erwischt und gesagt, Sie würden mich töten, wenn ich Ihnen nicht helfe. Was hätte ich denn tun sollen? Lassen Sie mich schießen, Shepard. Er ist ein verdammter Feigling. Ist das alles? Es geht Ihnen nur um Ihre eigene Rettung? Ich weiß, was ich getan habe. Ich weiß, dass ich an Ihrem Tod schuld bin und damit muss ich leben. Ich wache jede Nacht auf. Mir ist übel und ich bin nass geschwitzt. Jedes Ihrer Gesichter starrt mich an, beschuldigt mich. Ich bin bereits ein toter Mann. Ich kann nicht schlafen. Das Essen schmeckt mir nicht. Manchmal will ich nur, dass es endlich vorbei ist. Geben Sie mir einfach die Chance. Sie müssen damit aufhören, Garrus. Er bezahlt bereits für sein Verbrechen. Er hat noch nicht genug bezahlt. Er ist noch am Leben. Sehen Sie ihn an, Garrus. Das ist doch kein Leben. Da ist nichts mehr, was man töten könnte. Meine Männer, Sie haben was Besseres verdient. Sagen Sie, Garrus, es gibt wohl nichts, was es wieder gut machen würde. Er soll gehen. Sagen Sie ihm das. Er gibt Ihnen eine zweite Chance, Sidonis. Verspielen Sie sie nicht. Ich werde es versuchen, Garrus. Ich mache das alles irgendwie wieder gut. Danke, dass Sie mit ihm geredet haben. Ich weiß, dass Sie darüber reden wollen, aber ich nicht. Nicht jetzt.
Ich weiß, dass Sie es so nicht geplant hatten, aber ich halte es für die beste Lösung. Da bin ich nicht so sicher. Sowas braucht Zeit? Ja. Vielleicht ist es dann genug. Ich möchte sicher sein, dass ich das Richtige getan habe. Nicht nur für mich, für meine Männer. Sie haben es verdient, gerecht zu werden. Aber als ich Sidonis im Visier hatte, konnte ich es einfach nicht tun. Die Grenze zwischen Gut und Böse verschwimmt, wenn es um Leute geht, die wir kennen. Ja. In ihm war immer noch etwas Gutes. Das konnte ich fühlen. Es ist viel leichter, die Welt nur in Schwarz und Weiß einzuteilen. Aber Grau? Ich weiß nicht, wie ich mit Grau umgehen soll. Das müssen Sie Ihrem Instinkt überlassen. Mein Instinkt hat mich erst in diese Lage gebracht. Seien Sie nicht zu streng mit sich selbst. Danke, Shepard. Für alles. Gehen wir. Ich muss erstmal von hier weg. Ich bin bei Ihnen. Ich hoffe, dass es das Richtige gewesen ist. Wir konnten eigentlich an Bord der Normandy, oder? Haben wir hier noch was sonst zu tun? Sie müssen auf das nächste Shuttle warten. Ich habe wegen Ihnen schon das letzte verpasst. Sie müssen. Da ist eine Tür, die wir durch können sogar. Verhörzimmer, okay. Ja? Ich muss jetzt gehen. Sagen Sie Bescheid, wenn Sie noch was brauchen. Okay, hier gibt es sonst auch nichts mehr zu tun, glaube ich. Ich weiß, dass es hier noch eine Mission gibt, die wir zu tun haben, aber ich weiß nicht, wann wir die freischalten oder wo wir sie annehmen. Deswegen gehen wir erstmal zurück zur Normandy. Ja. Ob das jetzt so richtig war, ob... Ihn zu töten wäre auf jeden Fall irgendwie falsch gewesen dafür. Das wäre der einfache Weg. Der einfache Weg ist meistens nicht der richtige. Keine Nachrichten für Sie, Commander. Ja, ich will mal ganz kurz Teamstatus sehen. Aber Garrus ist loyal. Ich würde auch ganz gerne einmal nach Garrus runtergehen. Schauen, ob er was sagen möchte. Ich kann nicht glauben, dass die Kollektoren früher Proteaner waren. Ich habe mir die Proteaner immer ziemlich majestätisch vorgestellt. Nicht wie riesige Käfer. Wer weiß, was die Reaper mit ihnen gemacht haben. Unheimlich. Shepard, brauchen Sie was? Haben Sie mal eine Minute Zeit? Sicher. Ich schlage sowieso nur die Zeit tot. Ich wollte Ihnen nochmal für Ihre Hilfe bei Sidonis danken. Was auch immer die Kollektoren, Reaper oder wer uns sonst noch verfolgt vorhaben, ich bin sicher, dass Sie die Mission zum Erfolg führen. Glauben Sie wirklich, dass wir auf etwas Schlimmeres als Kollektoren oder Reaper stoßen werden? Ich rechne immer mit dem Schlimmsten. Dann besteht zumindest die geringe Chance, angenehm überrascht zu werden. Ich könnte das nicht ohne Sie machen, Garrus. Natürlich könnten Sie das, nur halt nicht so elegant. Es ist schon komisch, auf einem Schiff der Menschen in einen Selbstmordeinsatz zu ziehen. Ihre Leute bereiten sich auf riskante Operationen völlig anders vor als Turianer. Mal im Ernst, Garrus, wie schätzen Sie unsere Chancen ein? Im Ernst? Die Kollektoren haben Sie schon mal getötet. Und Sie sind deshalb lediglich stinksauer. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die sie diesmal aufhalten können. Aber unerforschtes Gebiet, überlegene Technologie und die Kollektoren? Wir werden Verluste haben, daran besteht kein Zweifel. Keine schöne Analyse, ich weiß. Aber keine Sorge, ich sag's nicht weiter. Und ich bleibe in jedem Fall dabei. Haben Sie es je bereut, C-Sicherheit oder das turianische Militär verlassen zu haben? Keine einzige Minute. Wenn ich es mir recht überlege, Shepard, bin ich wohl kein besonders guter Turianer. Wenn ein guter Turianer einen schlechten Befehl bekommt, befolgt er ihn. Er beschwert sich vielleicht, aber er kennt seinen Platz. Aber ich sehe keinen Sinn darin, still und höflich zu bleiben. Nicht, wenn die Galaxie auf dem Spiel steht. Wie bereiten sich Turianer denn auf riskante Missionen vor? Normalerweise durch Gewalt. Auf turianischen Schiffen herrscht mehr Betriebsdisziplin als bei der Allianz.
Dafür gibt es weniger persönliche Einschränkungen. Unsere Commander führen ein strenges Regiment, aber sie wissen, dass wir Dampf ablassen müssen. Auf turianischen Schiffen gibt es Fitnessräume, Kampfsimulationen und sogar Vollkontakt-Sparring, was immer den Leuten hilft, Stress abzubauen. Soll das heißen, auf turianischen Schiffen kämpfen Crewmitglieder vor einer Mission gegeneinander? Natürlich unter Aufsicht. Niemand riskiert eine Verletzung, die die Mission gefährdet. Es ist auch eine gute Methode, Streitigkeiten freundschaftlich beizulegen. Bei einer Mission sollten wir mal eine Piratengruppe der Batarianer angreifen. Höchst riskante Sache. Diese Aufklärungsspezialistin und ich kriegten uns in die Haare. Blanke Nerven hauptsächlich. Sie hat vorgeschlagen, die Sache im Ring zu klären. Sie haben sie bestimmt mit sanfter Gewalt niedergerungen. Also eigentlich waren wir beide die besten Nahkämpfer auf dem ganzen Schiff. Ich hatte den Reichweitenvorteil, aber sie war sehr gelenkig. Es war brutal. Nach 9 Runden entschied der Unparteiische auf Unentschieden. Viele hatten Wetten abgeschlossen und fanden das gar nicht gut. Wir setzten unseren Ringkampf dann in ihrem Quartier fort. Ich hatte den Reichweitenvorteil, aber sie war sehr gelenkig. Stress lässt sich eben auf vielerlei Art abbauen. Ja, gut zu wissen. Ich dachte, Sie wären riskante Missionen auf Schiffen der Menschen gewöhnt. Denken Sie doch nur an die Verfolgung von Saren nach Ilos. Schon, aber das ging ja schnell. Wir sind losgedüst, haben ein paar Geth in die Luft gejagt und dadurch die Galaxie gerettet. Dieses Mal sind da Miranda und Cerberus und diese VI und alle erzählen uns ständig, mit wem wir uns da anlegen. Blinder Optimismus ist mir wesentlich lieber. Danke für das Gespräch, Garrus. Wir sehen uns später. Natürlich. Gut. Er hat es gut verkraftet. Gucken wir mal kurz in die Gruppe rein. Wir kommen langsam nach oben. Und zum Ende der Folge gönnen wir uns den letzten Codex-Eintrag. Wo ist denn der? Die Sovereign, das Flaggschiff des abtrünnigen, ehemaligen Spectre Saren Aterius, ist ein Schlachtschiff mit nie dagewesenem Vernichtungspotenzial. Das 2 Kilometer lange Schiff soll von einem riesigen Element Zero-Kern angetrieben worden sein, der einzigen Energiequelle, die sogar eine Landung auf Planetenoberflächen ermöglichte. Während des Krieges um Eden Prime entfesselte das Schiff seine unvergleichliche Zerstörungskraft, gegen die die Schiffe des Citadel-Rats nahezu wehrlos waren. Mit einem praktisch unzerstörbaren Flaggschiff und einer Besatzung aus fanatischen Geth und Kroganern wäre es Saren beinahe gelungen, alle seine Feinde auszulöschen. Nur die Klugheit und Tapferkeit des Commanders und der Crew der SSV Normandy konnten ihn schließlich aufhalten. Die überwältigende Macht der Sovereign führte in den Boulevardmedien zu der bizarren Spekulation, das Schiff sei von extragalaktischen Eroberern geschickt worden. Oder es wäre, trotz bestenfalls als unscharf zu bezeichnender Beweisfotos, ein Riesenroboter. Manche behaupteten sogar, die Sovereign wäre ein lebendiges Wesen. Obwohl völlig haltlos, kursieren derlei Annahmen auch heute noch. Sie ist ein lebendiges Wesen, sie ist ein fucking Reaper, aber wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Ich bin überlegen, wir können mal kurz das Tagebuch gucken. Noch mit Tali, das will ich noch nicht machen. Oh. Beim Angriff auf Harkins Versteck im Industriegebiet des Zakera-Bezirks wurde eine gefälschte ID gefunden. Wir könnten sich noch als nützlich erweisen. Finden Sie jemand, der für eine gefälschte ID Verwendung hat. Das machen wir in der nächsten Folge. Als erstes. Und dann sehen wir weiter. Euer Remske, haut rein.